Ihr wolltet es, ihr bekommt es. Hier kommt der zweite Teil von Autobahnpolizei Simulator. Autobahnpolizei Simulator. Nee, Autobahnpolizei Simulator. Hört irgendwie voll komisch an, aber okay, wir gucken den Teil an. Entschuldigung, bitte komm. Ja? Wir haben hier einen schweren Verdachtsfall an Videomangel. Bin schon unterwegs. Ja. Es muss ein neues Video kommen. Kann ich und damit mit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Autobahn Police Simulator 2. Nachdem wir hier ich beim letzten den Kopf Mal schon geil, so mega Rechtsordnung und den ein oder anderen Geburtsfehler auf die deutschen Straßen gebracht haben, haben wir jetzt eine neue Mission vor uns, die da heißt Unglück von oben. Ja, also ungefähr das, was meine Eltern dachten, als der Storch mich brachte. Irgend so ein Rowdy schmeißt Cola-Dosen, Brüste, Rock'n'Roll. Bei mir hieß das Kapitel Unglück von unten. Und ich habe das Buch gelesen über meine Geburt und der Arzt hat jahrelang versucht, mich wieder reinzuquetschen. Ne? Auch meine Mutter hat geholfen. Aber ich bin trotzdem hier. Und seine Hausaufgaben von der Brücke und wir müssen ihn aufhalten. Wir sind quasi also alle allein. Hans, pack schon mal den Revolver aus. Der wird an Ort und Stelle exekutiert. An alle Einsatzfahrzeuge. Ja, hier, komm. Kollegen, ein flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen dringend die Auffahrten. Ohne Handy, schöne Fahrt, bleiben Tote, die ausfahren. Auffahrt, ja. Mach dir schon mal, ich komm gleich nach, um ihn zu erschießen. Wir sind Krediter und übernehmen einige Auffahrten. Wir sind Krediter und übernehmen einige Auffahrten. Es wäre schön, wenn der Kollege Schmidt noch kommt, oberkörperfrei. Okay. Ohne Handy, schöne Fahrt, bleiben totes hier. Finde ich bitte. Darauf ein Salutschuss. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren. Das ist mein erster Tag oder der zweite oder was auch immer. Vom ersten ist ja nicht viel übrig geblieben. Ich will doch bloß hier mal ein paar. Ich will doch bloß ein paar Explosionen, Aushebungen von irgendwelchen Drogenkartellen, ja? Den einen oder anderen hässlich. Schusswechsel und dann mit blutverschmiertem Hemd zurück auf die Wand. Alter, wisst ihr, wie mich der Tunnel mit den Schatten irritieren würde? Alter, den Tunnel würde ich nie benutzen, ne? Nie. Never ever. Nie. Keine Ahnung. Also, da würde mein Gehirn macht ja so schon immer bei einfachen Dingen Schluss, aber bei den Dingen, keine Ahnung. Da würde mein Gehirn dann anfangen, hier in den Kästchen dann Zahlen reinzuschreiben und dann die auszumalen und sowas. Nee. Ein oder anderen Schusswechsel und dann mit blutverschmiertem Hemd zurück auf die Wache und mit der heißen Sekretärin bisschen Bunga Bunga. Aber nee, das ist ja mal wieder zu viel verlangt in diesem Rechtsstaat. Danke, Merkel. Aus dem Weg, ich verfolge ein flüchtendes Fahrzeug. Oder auch Steinewerfer. Wir müssen mal gucken, wenn wir ankommen, werden wir schon sehen, was wir zu tun haben. Hans, bist du auch schon so überrascht? Hans? Das Spiel wurde einfach nicht drauf ausgelegt, dass Seth das irgendwann zockt. Ich bin der Chaos-Faktor. Ey, blinken! Schwein. Komm, setz mich auf die Wache. Hans, der Gummiknüppel. Hol den raus. Oh, stell dir das mal den vor. Den der so Junge denkt, der kann sich alles erlauben. Wirklich aha, Autos, jetzt ne? Blinkt er also. Nee, jetzt ist zu spät. Du wirst jetzt die wehrhafte Demokratie. Wirst du jetzt kennenlernen. Halt! Nein, doch. Stopp! Halt mal auf. Hans, hol die Bazooka. What the fuck? Was war das? Entschuldigen Sie, ich hatte Bodensumme da. Es tut mir leid, junge Frau, aber ich muss Sie in Gewahrsam nehmen. Ja, 20 Jahre. Ja, ist mir egal, ob Sie 10 Kinder haben. Sie müssen jetzt mitkommen. Und dafür, dass Sie rote Chucks anhaben, bekommen Sie noch 20 Jahre extra. Okay, Hans, ich glaube, wir müssen weg. Die telefoniert schon mit Ihrem Anwalt. Kein Bock auf diesen ganzen... I've always loved sci-fi. And the idea of being right on the edge. Papierkram. Komm, wir holen uns jetzt den Steinschmeißer. Hans, hör mal zu. Wenn du den Typen siehst, wir machen jetzt einen Drive-By, Alter. Kurbel schon mal. Aus dem Weg! Tut mir leid, das war eigentlich nicht so gedacht. Boah, Flugverkehr, Alter. Da sind YouTuber drin. Die fliegen alle nach Madeira. Und mir hat wieder keiner Bescheid gesagt. Da muss ich parken. Hans? Okay.
King. Smooth, Alter. Finde Hinweise. Was? Ein Stein? Oder was? Unbrauchbaren Müll gefunden. Hansen. Alter, ich werd sowas von befördert. Ober. Ich sag ja, ich finde das immer so schade, ne? Man kann ja. Microsoft hat es ja auch bewiesen, aber es gibt ja auch den Firefighter Simulator, der 2020, glaube ich, rausgekommen ist. Hat übrigens, ich glaube, Pete Smith haben den mal getestet. Das ist ein richtiger Simulator, weißt du, aber das ist ja. So, also stell mir gerade vor, ich wäre kurz vor meiner Berufswahl und ich würde den Simulator spielen. Und vorher war mein Traumjob Polizist, danach ist mein Traumjob Verbrecher. Ja. So, Deluxe hier mit so goldenen, hier so auf der Schulter, so Dinger mit so Pinseln dran, Alter. Und dann hier Sterne, so Sheriff-Sterne, hier die ganze Reihe voll, alles voll. Gott, der hat hier kampiert, Alter. Herr Heroin, ach nee, es sind Zigaretten, nee, das geht klar, das ist in Ordnung. Ja, was ist das für eine Brücke? Was liegt denn da alles? Das ist ja meine ganze Wohnung. Was haben wir denn da? Hier hat jemand einige Zeit rauchend verbracht. Das ist eine sehr seltene Marke, die habe ich früher auch geraucht. Die gibt's hier in der Nähe nur an einem Ort. Okay, der hat irgendeine seltene Zigarettenmarke und die gibt's halt hier nur an einer Stelle und da führt uns jetzt wahrscheinlich... Was ist mit seinen Augen, Alter? Das der macht mir übel Angst, ne? Die der ja wegwarzt, aber Hans, schmeißt du zufälligerweise in deiner Freizeit also mal so ein Stein? Kann ja sein, dass es dir aus den Fingern rutscht. Okay, die Spuren, die werden auf ihn... Guck, der zittert übel. Ich glaube, der war das. Ich glaube, in der Freizeit stellt er sich dahin, raucht immer diese seltene Marke und wirft Steine einfach runter von der Brücke. Deshalb zittert er so. Welcher wäre das? Es gibt da eine Tankstelle gar nicht weit von hier. Ah. Vermutlich ist die Packung von dort. Die Spur mag nicht mehr ganz frisch sein, aber wir sollten ihr dennoch nachgehen. Ich werde auf jeden Fall meinen gigantischen Riechkolben an alle Spuren halten, die wir finden können. Welcher einen einzigen Person mit Vorliebe für Steine haben Sie in den letzten 25 Monaten diese Zigarettenmarke verkauft? Hallo, Sie arbeiten hier an der Tankstelle, oder? Wenn Sie mich anrufen, das sieht doch auch. Ich Sie etwas fragen? Ich glaube, der hat mitgemacht. Ist es richtig, dass Sie diese seltene Zigarettenmarke vertreiben? Ja, das stimmt. Die war früher mal etwas gefragter. Und jetzt küssen Sie mich mit Zunge. Aber heutzutage geht die nur noch selten über die Theke. Wie oft haben Sie diese Marke denn letzte Woche verkauft? Genau einmal. Natürlich. So ein Typ hat gleich eine ganze Stange davon gekauft. Sagen Sie, Ihre Tankstelle ist doch videoüberwacht, oder? Könnten Sie uns ein Bild des Käufers machen? Na klar. Geben Sie mir ein paar Minuten und ich mache Ihnen einen Abzug. Tschüssi, ich glaube, der kommt nie wieder. Der geht einfach jetzt nach Hause. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass er wirklich in die Tankstelle geht. Danke für diese Visualisierung. Im Bauch rein. Aha! So sieht er aus. So, hier haben Sie das. Das habe ich schon an seinem Kinn erkannt, dass der Steine schmeißt. Danke. Schade, dass man sein Gesicht nur halb sieht. Aber besser als nichts. Hans, wir haben erfolgreich die Zeit eines bemitleidenswerten Mitbürgers verschwendet. Lass uns. Der tut mal auf, voll leid, ne? Der hat absolut keine Kundschaft und steht da die ganze Zeit so rum. Weißt du, irgendwann. Also, wer ist so ein Tankwart und ich hätte so 20 Jahre gefühlt nichts zu tun, so pro Jahr in Kunden, ne? Da hätte man ja schon Bock, irgendwie wenigstens ausgeraubt zu werden, weil nichts passiert, so, ne? Also, steht man so da, ja, dann, wenigstens irgendwas. Nichts mehr zu holen. Ich muss jetzt wieder zurück zur Wache und, ja, muss jetzt wieder zurück zur Wache, cool. Mr. Becker! Mr. Becker! Sie werden nicht erraten, was wir rausgefunden haben! Da war so ein Typ, ne? Und dann hat er und die Tankstelle und der hat das ausgedruckt. Und dann hat er eine geraucht und dann ist ihm also aus Versehen und wir wissen nicht, was ist, weil sein Gesicht nur zur Hälfte, der könnte auf der anderen Seite ganz anders aussehen. Ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt, war mein erster Einsatz. Gute und, Arbeit. Ja, danke schön, wo sind meine Wimpel? Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Oh, was ist los? Ja, gut. Gerade reingekommen. Ah. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Das ist übelst unhöflich, ne? Sichert die Unfallstelle, Alter. Soll ich mir unter die Brücke stellen oder was? What? Hans, wir brauchen die schwere Artillerie. Anschneiden. Die schneiden sich nicht an.
Ich werde eine Meldung melden müssen. Ich finde das immer viel schlimmer, dass man auswählen kann, oh, ne, nehme ich doch nie an, ne? So den Einsatz, so wie ein echtes Leben, ne? Also wenn hier Massenschlägerei auf dem Mars. Alle verfügbaren Einsatzkräfte bitte hin. Also vorher kommt die Frage, wollt ihr den Einsatz machen? 001? Nein. 002? Nein. 003? Ne, wir sind gerade im Puff. 004? Wir schmeißen gerade Steine von der Brücke. Geht auch nicht. Wäre irgendwie witzig, ne? Wenn man einfach so, ne? Ne, mache ich nie in Auftrag. Ne? Ich habe mich auf jeden Fall mal hier hin. Kann ich ja mal andersrum kümmern. Ich habe schon mal mehr als die Hälfte der Strecke gespart. Ich habe voll über die Schnellreise gelästert. Ich dachte hier, Autobahn, Police-Simulator. Da musst du doch auch fahren wollen. Das ist halt echt super praktisch, weil ich glaube, so auf Dauer ist das echt irgendwie der langweiligste Part. Halt immer eine halbe Stunde zum Einsatzort zu kommen und dann dort geschlagene 25 Sekunden zu verbringen. Das ist das neue Google Form. Hey Google! Sprit alle? Hans, hast du getankt? Was ist denn hier? Da ist eine unsichtbare Wand. So, wir haben hier irgendwie einen Glitch in der Matrix. Wie in Real Life. Was ist denn? Hängen da Passanten unterm Auto? Oh Gott. Verkehr ausbremsen. Manchmal muss eine Gefahrenstelle möglichst schnell gesichert werden, indem der Verkehr verdichtet wird. Dein Partner wird dir sagen, wann du die Matrix auf Unfall oder Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Stellen solltest. Bis zum Zeitpunkt solltest du so deine Geschwindigkeit geil auf unter 50 km/h. Unter 50 km/h? Ich? Ihr beginnt zu scherzen. Matrix, Gefahr. Ich wollte gerade sagen, ne, unter 50 km/h. Fahre ich nur, wenn. Wenn eigentlich nie, ne? Also dann, also so gerade auch durchs Dorf und sowas, ne? So 100, 150 Sachen, 200, ne? Man muss ja schnell da sein, ne? Sonst 50, also was sind 50 km/h? Also bitte, kann man auch laufen. Wie, wo vorne ist, ach da vorne. Was sind denn da für Kisten, Alter? Meine Amazon-Pakete. Ach, deswegen kommen die nicht. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Was denn, Alter? Boah, der zittert übelst. Ich glaube, der hat was damit zu tun. Ich sag's doch. Alles in Ordnung soweit. Das Game ist so geil, Alter. Das ist einfach so bescheuert. Okay, ich hab die Brücke gehalten. War mir eine Ehre. Unfallsicherung, Fotografie. Ach, hört auf damit, bitte. Unfallskizze, Räumung von Wrackteilen, Dialog mit Unfallbeteiligten. Hör auf, Alter! Mach's weg! Schnell! Unfallstelle gesichert. Für den Zweck Kofferraum, Leitgeh. Oh hey, mein Gott! Oh Gott! Du sollst immer Beteiligten des Unfalls sprechen. Schildern die Sicht der Dinge. Sie erzählen auch kleine Geheimnisse. Oh. Welche Schlüpferfarbe habe ich? Haben Sie, sorry. Mit X aktiviere ich meine Kamera. Lol. Mit C öffne ich die Unfallskizze. Ich mal das dann nochmal auf. Ich mach jetzt erstmal hier eine Foto. Hans, sag mal Cheese. Mach mal hier. Das ist für deine Frau, Hans. Wundervoll. Na? Was haben wir denn angestellt? Warum halte ich sie an, hm? Hallo, was ist hier geschehen? Nee, Moment. So was Dummes. Nicht du hast ihn angehalten, sondern der Brückenpfeiler. Dass mir das passieren muss? Oh Mann. Ganz ruhig. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also, außer atmen ihre Sie Seele tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Und dazu müssen Sie den Brückenpfeiler neu bezahlen. Während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Ja, das war ziemlich dumm von dir. Bevor ich mich verliere, bin ich in die Brücke. So was ist mir noch nie passiert. Da wäre noch schöner, wenn du sehen da war bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Ich glaube... Also ich wäre ein richtig guter Polizist. Ich glaube, der ist nur in die Eisen gegangen, weil er gesehen hat, oh scheiße, die ganzen Drogenpäckchen fliegen ja gerade raus. Wir müssen schnell weg hier. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja, das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber... Erholen Sie sich erstmal. Chillen Sie. Komm, runter auf Mallorca. Da vorne fliegen irgendwo Flugzeuge, habe ich gesehen. Vielleicht erwischen Sie die noch. Ganz schön robust hier, Ihr LKW. Warte mal, ich muss das auch mal fotografieren. Wie dumm. Benutzen.
Da müsste man mal irgendwie so Bilder machen von ekligen, perversen Dingern und dann so sagen, das gehört mit zum Fall. Okay. Let's go. Alles klar. Naja, sie... Sie machen sie sich nichts vor. Sie gucken ihren richtigen Experten bei der Arbeit zu. Entferne die Objekte. Was, muss ich jetzt hier aufräumen? Räume ich das hier hin? Ich weiß es nicht. Also. Oh, anscheinend schon. Wie geht das jetzt mit dem Fotografieren? Moment mal. Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Ich muss irgendwie, also... Wait. Wenn das rot ist, doch blöd, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus. Ach, wenn das rot ist... Warum so rum? Ach, das ist doch dämlich, ey. 1200 geil, Digga. So, also... Tipp ist weg. Allseits gute Fahrt auf jeden Fall. Fassen wir zusammen. Der ist einmal weggefahren. Aber die Kisten, diese... Ich sag ja, ich glaube, ich würde mal die Kisten öffnen. Von der Straße geräumt. Hans, es ist mir wie immer eine Freude, mit dir den Tag hier absolut gerettet zu haben. So, Freunde, es war mir immer eine Freude, für sehr viel Freude gesorgt zu haben. Officer Schmidt und Officer Hans, die melden sich jetzt vom Dienst ab, ja? Es ist Feierabend. Wenn ihr die Verbrechen bemerkt, zögert nicht, uns Bescheid zu sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, dann wird ihnen geholfen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ja, wieder ein übelst cooles Video. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt... Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mich anrufen. Ich bin auch Privatermittler. Und aber ne, ich bin halt so, Auftrag lehne ich halt öfters mal ab. Ne? Vor allen Dingen, also es gibt so Kriterien bei mir, nicht laufen zum Auftrag. Ne? Nicht viel arbeiten. Keine Menschen. Sehr viel Geld. Stundenlohn von mindestens 50 Euro. Und ich lasse mir extra viel Zeit für den Auftrag. Also ich bin halt auch, ist halt besser als Polizei anzurufen. Also Privatermittler, ne, falls ihr mal Hilfe braucht, ruft mich an. Ich bin sofort auf dem Weg. Also eigentlich nie, ne, weil laufen, habe ich ja gesagt, mache ich nie. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.